Park das unter das Carport hier einfach. Park das hier links drunter. Was? Unter das Carport? Nee, nee. Also. Nein, du doch nicht. Wenn du das kannst. Hallo? Wenn sie landen, sie landen. Such dir mal einen Platz aus. Ja, ich hab schon was im Blick. Ja, aber... Okay. Ralf, soll ich mitfliegen oder weiterhin oder aussteigen? Ich würde dich gerne nochmal mitnehmen für den Einsatz. Was, wo gehen wir jetzt hin? Naja, der wird uns ja verfolgen. Das heißt, wir müssen uns ein Gelände suchen, wo wir Vorteil haben. Das haben wir hier. Genau. Ja. Also hier ist wieder jetzt dieses Gebäude mit vielen Fenstern, was wir auch eben gerade als Übergabe für die... Ich könnte ihn einfach rausschießen jetzt, ey. Wen? Ja, aber er macht ja noch nichts, ne? Okay. Ach, nee, ist halt ja hier. Achso, ja genau, schieß uns raus. ganz kurz, schreib doch mal deinem Polizeichef, keine Näherannäherung an diese Position hier, sonst wird sofort scharf geschossen. Alter, die haben, das ist ein Gunner, ne? Ja. Soll ich der Polizei schreiben? Schon dabei. Ja. Okay, gut, Dalu macht. Das ist ein Gunner, hat der links und rechts Waffen, oder was? Ja. Okay, dann macht jemand von Angst hier. Ich überlege gerade, wie wir... Ah, der dreht sogar mit den ganzen Sachen, sehe ich gerade. Der fliegt mal unter ihn, dann ist er ein bisschen wehrlos. Ja, ich glaube, du fliegst auch besser als er. Ich könnte ja einfach mal ein bisschen feuern. Er geht auch runter. Ich bin mir genau vor ihm. Genau vor ihm. Ja, ich sehe es gerade. Mexican Standoff. Da ist aber nicht nur einer drin, ne? Wo ist Dalu? Da sind drei Stück mehr mindestens drin. Okay, kannst du das Gebiet hier einsehen? Bin noch nicht da gleich, ja. Also mindestens drei Polizisten im Ghost Talk. Gib mir 20 Sekunden. Die sinken gerade. Der Ghost Talk sinkt am Berg. Seht ihr es? Ja. Es wird eröffnet. Wenn ihr die Chancen habt, schießt auf die. Ja, okay, echt? Die kommen raus. Du kannst schon Zeit, oder was? Nee. Doch, wenn die jetzt auf uns zustimmen und auf uns zurennen, okay, dann können wir uns attackieren. Ja, einer ist draußen. Negativ, ich sehe keinen. Doch, ich sehe ihn. Er liegt am Berg, oder? Richtig? Ja, er liegt direkt auf dem Berg. Ich sehe ihn. Ich habe auch Vision drauf. Das ist Viper. Er ist hinterm Feld. Der schießt die Schüsse. Nee, er rollt sich noch. Er rollt sich die ganze Zeit. Ja, er ist jetzt schießen wir gerade? Ich schieße, ja. Okay. Gut, dann Feuereinsatz. Alles klar. Auf. Nicht mehr warten, das ist eine totale Attacke hier mit so einem Ding. Wir müssen nur aufpassen, dass uns der mit den Guns nicht trifft, ne? Sie eröffnen das Feuer, wir haben einen... Ja, er ist tot. Ich hab den Koffer gesehen, Krabs hat ihn getötet. Well played. Ja, nice. Können sie nicht mehr abholen, wie schade. Ich bewege mich jetzt auf die Position, ganz einfach, weil da oben ein Waldstück ist und das ziemlich geil ist. Ja, genau, von da kann ich dich leicht abknallen. Du willst doch nur die Kohle haben. Nee. Jetzt noch drei, jetzt sind es nur noch zwei. Überleg, was ihr tut, ey. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Ich sehe schon kommen, die werden gleich ballern. Ein Schuss. Nee, wenn er mit dem Heli schießt, darf ich auch schießen. Dann ist der weg. Ja, ich bin aber dann auch. Ich hab den Rotor im Visier, das Ding stürzt direkt ab. Echt? Also so kann er nicht schießen bis jetzt. Bis jetzt ist er total schlecht positioniert, um die einzusetzen. Also der Rotor leuchtet nicht. Nee, aber der kann auf uns hier am Boden schießen. Ja, aber dann. Ja. Denkt an den Strider, der ist auf dem Weg hierher. Auf der Karte. Ja, der ist bei DP2. DP2? Links von uns. Westlich. Ja, oder beziehungsweise das ist die letzte Position. Ich hab zwei Donuts für uns, das müssen wir nachher aufteilen. Geil. Für mich die Donuts sind wichtiger als das Geld. Ja, 5000 und zwei Kaffee habe ich sogar noch. Hey, nice. Hallo, hast du eine Nachricht bekommen? Hast du eine Antwort bekommen auf deine Nachricht? Ja, die Nachricht war, dass wir eine Straftat begangen haben, die auf der Fahndungsliste steht und alles daran gesetzt wird, hier uns aufzuhalten. Das wird leider mit einigen toten Cops zurückgeschrieben. Wir werden dann auch nicht weiter zögern. Wie viele zählst du im Handy gerade? Das ist so schön, dass man da daneben streamen kann. Mach aber nix. Ich sehe aber in der Luft. Von meiner Seite sehe ich nur einen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob auf der anderen Seite noch ein Gunner ist, ne? Nee, oder zwei eine sind vorne. Nee, das war's. Wir sind nur zu zweit drin. Also. Das ist kein Gunner. Nee, kein Gunner. Ich würde es gerne winken. Ich würde gerne runterspucken. Ich würde gerne wissen, ob die wissen, wo ich bin. Ich glaube nicht. Mich ja weggehen sehen. Wollen wir mal nach dem Strider gucken? Der Strider ist unterwegs. Genau. Ah, der kommt. Ja, der kommt. Soll ich auf ihn das Feuer öffnen, wenn er kommt? Ja, sobald du ihn im Blick hast, versuche ihn zu disablen bzw. den Fahrer. Krabs, der Strider ist 260 Grad. Der steht ausgestiegen. Der ist aus dem Auto. Nee. Doch, das ist der ist ausgestiegen. Das ist ein SUV, oder? Das ist der Strider. Ich weiß nicht, wo deine Position ist, Blaze. In der Luft. Siehst du das nicht, das Hexagon-Ding? Die Straße, genau wo wir sind, die Straße entlang. Also da, wo du eigentlich hergekommen bist, die Straße. Siehst du mich? Weißt du, wo ich bin?
in der Nähe, wo wir stehen, wo das Auto ist. Ich sehe ihn kommen. Ja, die kommen Straße. Jetzt, der kommt ja, jetzt in eure Richtung. Ich werde versuchen, ihn zu disablen. Leute, das ist Karl-Heinz. Der Helikopter hat die Drohung bekommen, innerhalb von 30 Sekunden aus dem Blickfeld zu verschwinden, ansonsten geht er zur Landung gezwungen. Okay. Gut, das ist anscheinend, es passiert was, er dreht sich. Ja, der hat weitergegeben die Nachricht. Ich glaube, der Roboter. Die haben sich hinter dem Haus positioniert, die sind aufgestiegen. Die sind bei der Ruine, stehen sie. Wer schießt? Ich schieß. Ich bin am Auto, ich weiß nicht. Ich möchte die nur ein bisschen unter Druck setzen. Wir sind an der Hauptstraße, an der Ruine. Nein, der ist ausgegangen. Ich habe den Rotor abgegangen. Echt? Ja, mit einem Schuss habe ich den Rotor zerstört. Auf Wiedersehen, Heli. Auf Wiedersehen. Ich habe sie gewarnt, der Polizeichef hatte Er explodiert nicht. Das kommt schon noch. Dann gehen wir raus. Jetzt, Mann. Er ist ausgestiegen. Beide. Auf ihn werde ich nicht schießen, das ist euer Ding. Ich habe ihn. Er konnte in Not landen. Es gibt noch einen, der steht direkt hinter dem Heli. Hat sich gerade hingelegt. Beim Heli sind drei kleine Steine, hinter den zwei liegt er. Genau. Ja, ich schieße auf ihn. Der dürfte down sein. Ja, ist ja, du hast beide erwischt. Alter, der Motor ist zerstört. Kann den Heli jemand reparieren, dann kann man ihn klauen. Der Strider kommt übrigens zu euch. Ich werde ihn reparieren. Wo ist der Heli? Gib mir eine Gradzahl an. Also der Strider ist weitergefahren. Du hast den Strider noch, oder? Sind jetzt bei immer noch 260 Grad. Wo ist der kommen Heli jetzt in Richtung Heli. Heli ist direkt unter mir. Sind zwei Mann. Ach da, pass auf. Nein. Geh da jetzt nicht hin. Der Strider fährt direkt dahin gerade. Es sind mindestens zwei Mann. Ja, ich bin jetzt direkt bei dem... Kriege ich noch eine Anweisung? Ganz kurz, wo ist der Strider? Hinter dem Heli, wo er runtergekommen ist. Dankeschön, wo ist der Heli? Genau. Hier, in der Luft. Mein Heli. Ich muss jetzt ein, zwei Mal schießen, um das Glasscheibe kaputt zu machen, ja? Beide ausgestiegen hinter dem Strider. Sind am Ende von diesen drei Leute ins drei Leute sind das. Ja, ich versuche sie zu umgehen, beziehungsweise gehe jetzt in das Waldstück wieder hoch. Ja, die verstecken sich alle in dem Strider, bewegen sich nicht. Ich bin oben in einem Gebäude drin. Ich steige mal weiter, um die, dass mich nicht treffen können. Ich kann auf den Balkon gehen vom Gebäude. Personen sind immer noch im Strider. Ich habe das im Blick. Ich gebe euch erstmal Bescheid, wie es weitergeht, okay? Ich kann den Strider nicht sehen. Ja, die steht hier nur Gebäude, aber die sind nicht ausgestiegen. Sie sind gerade wieder eingestiegen. Jetzt stehen sie wieder außen. Keine Ahnung, was die machen. Das sieht auf jeden Fall nicht koordiniert aus. Sind die an dem Haus? Okay, Moment. Eine Person, zwei Personen, alle drei Personen kommen auf mich zu. Wir gehen jetzt in Richtung Gebäude. Auf der Karte, wenn ihr die Ölverarbeitung anschaut, das linke Gebäude ganz außen. Ach da gehen sie beide rein. Ja. Ich wechsle die Positionierung. Ihr müsst jetzt sogar die blauen Flecken sehen, weil ich über den Sicht gemacht habe. Ihr seht, cool, ihr seht das ja die ganze Zeit. Wie nice ist das denn? Na gut, dann ist jetzt absolut was los ist. Wechsel die Position, um seitliches Blickfeld zu bekommen. Roger. Ich gehe in der Zeit den Heli reparieren, oder? Nein, viel zu. Nein. Aber die sind auch noch relativ weit weg davon. Die sind im Gebäude drin, ich fange da ja an zu schießen. Ja, die sind. Ja, schieß, wenn du den Blick hast, schieß. Ja, es gibt keinen Grund, nicht zu schießen. Ja. Die sind drei Leute in dem Gebäude da drin. Kommst du da raus? Ich lasse komme mal aus runter. Dem Gebäude raus, ja. Yep. Also hier vom Balkon komme ich halt runter. Kannst du mich auf irgendeinem Dach absetzen? Ich muss tanken. Auf dem Dach? Ja, kann ich hier. Sehr super. Habe die Polizisten alle im Blick, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was ein gutes Dach ist hier. Ja, stimmt auch wieder. Ich habe auf dem Kleinen, da kann ich rübergehen, glaube ich. Moment, gib mir mal ganz kurz. In einem Haus, in dem, wo die drin sind, das seht ihr. Oberste Etage, zwei Stück. Dritte Fenster von links, sechste Fenster von links. Zwei Leute gucken aus dem Fenster raus. Nicht zeigen lassen. Das könnte Tank, beide Leute, erschießen, welche, aber das macht, wie gesagt, das ist... Nee, schon. Ich spotte euch das Ding lieber. Ich sehe die Leute, ne? Ich schieß. Ja. Jo. Ganz rechte Fenster noch, Herr Blaze. Ganz rechts oben. Sehr gut. Ja, perfekt, das war das Fenster, was ich meinte. Die haben auf mich geschossen, die Schweine. Ich hab nur einen Blick. Ich lieg auch hier überhaupt nicht offen. Etage, ne? Nur so nebenbei. Nicht mehr oben in den Fenstern, guckt die Ausgänge ab. Sobald sich wieder jemand oben zeigt, sage ich euch Bescheid. Obere Fenster, oben, vierte von oben. Oben sind noch welche. Wen hast du erschossen gerade? Wer war das? Early Boy. So war sein Name. Officer Early Boy. Laut Funk. Rest in Peace. Take that, Mann. Take that! Ich hab seinen Dog-Tag von hier gelesen.
Mit zwei Officer. Ja. Wer hat da nachgeladen? Das habe ich auch gerade gehört. Ich lade nach. Boah, wie weit man das so hört, ne? Ich bin jetzt quasi am Gebäude. Ich könnte zum Strider und gucken, ob sie im Stress vergessen haben, den abzuschließen. Ich gehe jetzt auch zum Helikopter. Ich Helikopter hört. Was ist los? Ja, ich habe nur, weil ich hab dich nicht mehr gesehen. Also das Kreuz, ja, ich habe nur nach Tanken müssen. Ich kann Blazer dich wieder mitnehmen vom Dach? Nö, das ist eigentlich relativ gut. Die können nichts machen. War eine gute Position, ne? Super. Hab beide tot. Dann haben wir alles klar. Es kommt ein Fahrzeug am Highway, ein zweiterer Strider. Selbe Richtung? Gerade war. Ah, aus deiner Richtung? Moment. Dann ja, genau, aus meiner Richtung, sehen, wo die Tankstelle gerade war. Unten rechts am Highway, die Tankstelle von der Ölverarbeitung Strider steht da. Seht auf der Strider Karte. Strider ist viele Kumpel können Strider sein. Ich repariere den Heli. Nein, das ist ein anderer Strider. Neuer Strider. Ja. Ich hab ihn im Visier. Wir können doch eigentlich los. Das ist Mentor. Polizeichef. Nimmst du mich mit? Soll ich dann in Heli fliegen? Ich bin in der Lage. Heli 50% repariert. Wir müssen ihn aber noch lockpicken, den Heli, ne? Das könnte ich vergessen. Ja, den Strider könnten wir auch lockpicken. Wir kriegen gleich noch einen. Habt ihr Lockpicks dabei? Nee, leider nicht, deswegen. Achtung, hier ein Stück zurück, bitte. Wo kommt der Strider? Ich sag's dir sofort, ich kann ihn jetzt nicht außer Augen. Nee, nee. Achso, ihr seht ihn ja. Ich spotte ihn die ganze Zeit für euch. Ja, ja. Ich hab ihn auch die ganze Zeit im Blick. Der Heli ist nicht abgeschlossen. Okay. Ja, den müssen wir. Die konnten wir auch nicht abschließen. Boah, das sah jetzt komisch aus. Will jemand hier den Heli fliegen? Also, ich könnte mitnehmen, den Heli. Ich kann den fliegen, ja. Und wer nimmt deinen verloren. Dings mit? Ach ja, ihr habt die... Deswegen sag ich ja, fliegen kann ich ja auch, ne? Ja, dann komm her. Der Strider entfernt sich und fährt zurück. Gute Mission, Leute. Komm, looten das Zeug und abhauen. Mitnehmen das, den Scheiß hier. Take that! Das mit dem Heli war grandios. Krabs, ich hoffe, du hast einen Schlüssel weitergegeben. Der hat den Motor aufgeschaltet. Ich habe den Schlüssel weitergegeben. Nein, hat er nicht. Der hat den Motor nicht ausgeschaltet. Das ist doch heile, der Heli. Was machst du denn? Der ist heile? Ja. Hat er den Motor ausgeschaltet, okay? Er hat den Motor nicht ausgeschaltet. Ich habe ihn doch gerade Sie hat ihn repariert. Also, genau. Du er hast hat den. Der, als Dadurch gesagt, er hat den Motor ausgeschaltet, habe ich gesagt, nein, hat er nicht. Das Ding dreht sich einfach nur nicht mehr. Übrigens hatten die keine Munition für das. Ich weiß nicht, wer hier unten steht. Hinter dir liegt Geld an dem Stein. Wo? Zwei Sachen sogar. Ja, warte mal. Hinter dir direkt. Ach nee, Dalu, hinter dir. Oh, der steigt einfach aus, ey, wenn ich abhebe. Ich hab's gesehen, Krebs. Ja. Ja. Okay, ja. Da auch nochmal. Ja, genau. Das kann man aber nicht aufnehmen. Auch mit dem Action-Mini 10. Ja, Aktion 10. Ja, 1000 Dollar hatten sie mit, da wollten sie noch. Ich hab auch irgendwie 10.000 insgesamt. Ich hab wieder den 11.000. Billigen geholt. Alles, was aus dem Heli gefallen ist, ist meins. Soll ich dir die 11.000 geben, Dalu? Quatsch. Mein Auftritt war 11.000 wert. Okay, meine Lieben, wo wollen wir hin? ATM wäre angebracht? Ja, auf jeden Fall. Wollen wir Richtung Atira? Ich wäre das nächste Atira, ja. Wer will einsteigen? Ich bin drin. Wir haben ein Friedensangebot bekommen vom Hauptkommissar selbst. Er nimmt uns von der Fahndungsliste und die Polizei wird von uns dafür neutral behandelt. Vergesst nicht zu trinken, Leute. Ich schreibe ihm dieses Angebot, nehmen wir gerne an. Ich kann ihm aber nicht versprechen, wie lange es hält. Ja, ich würde sagen, wir knöpfen uns jetzt mal andere Typen vor. Die Cops haben wir schon zweimal so zerberstet. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal was ganz konventionell Kriminelles tun, wie Drogen farmen. Oh, das ist so langweilig. Kannst du den Heli abschließen? Glaub mir, die werden uns nicht einfach Drogen farmen lassen. Doch, Drogen farmen, ich würde auch sagen, wir schnappen uns einfach irgendwelche anderen. Also ich würde vielleicht fast sagen, dass wir vielleicht mal so am Salzankauf vorbeigucken. Ja, habe ich auch gehört. So, der Salzankauf wäre... Absolut. Salzverarbeitung? Nee, beim Ankauf. Wenn sie das Geld, also wenn sie das Salz verkauft haben, dass wir sie dann ausrauben. Wo ist denn der... Ach da, Salzankauf. Ach, den müsstest du doch eigentlich noch kennen, Krabs. Wo ist denn der Typ? 14,9 Kilometer von mir aus gesehen. Das hilft mir nicht weiter. Ja. Rechte Insel, unterhalb oder direkt rechts von der Salzmine von der Dicken. Links, Entschuldigung, links von der Salzmine ist der Salzankauf. Der Salz-TTZ. Ja, natürlich. Naja, hab den vergessen. Wir haben einen schönen Helikopter. Soll ich ihm das mal schreiben? Herr Polizeikommissar, schöner Helikopter. Danke für den netten Helikopter, dann soll ich hinterher schreiben zum Schluss. Oh, wer fährt mir mit der Offroad? Das ist Dadosch. Passt schon.
Ich habe sogar neben mir. Ich habe Currywurst zwei Reparaturkits geklaut. Also ich habe Crab schon so ein bisschen in uns reinfliegen sehen. Hä? Ja. Nee. Ich hab euch gar nicht gesehen. Wo seid ihr denn? Ja, neben dir rechts. Crab sieht den Stein nicht, er sieht unseren Heli nicht. Ich bin gerade von hinten geflogen, deswegen bin ich gerade so erschrocken, weil ich die Hinfläche auch nicht gesehen habe. Ey, ist blöd, in sich das scheiße. Ist wieder ganz schön neblig hier auf Altes. Ja. Ich hab viel gekifft hier. Ja, Mariana fällt vielleicht mal vorbeischauen. Echt, Alter. Guckt da jetzt aber auch her. Aber eigentlich können wir uns zur Belohnung ein bisschen was reinziehen, oder? Ja, das kann man hier, glaube ich, nicht, ne? Kann man hier keine Drogen nehmen? Ich glaube nicht, deswegen. Man sollte vielleicht noch ein bisschen in der Konflikt schrauben. Weiß noch, das letzte Mal, als Ralf und ich hier Drogen gefahren sind, wo wir erstmal auf dem Weg zum Verarbeiter, nee, zum Dealer den halben Bestand weggeraucht haben. Ja, das hat nur gequatscht die ganze Zeit. Die ganze Alter, was für Nebel aus dem Wagen kam. Seid ihr selbst eure besten Kunden? Ich wusste auch nicht, ob der Wagen desinkt oder. Und ob das vom Flash kommt. Ich hab's mal wieder geschafft, keinen einzigen Schuss abzufeuern. Ja, du wolltest doch eh die weiße Weste haben. Aber Leute, ja, aber ich war ja bereit zu töten, aber es kam ja keiner vor meine Flinte gelaufen. Ich habe nur einmal geschossen und keinen getötet. Ich habe keinen umgetötet. Er hat nur den Heli disabled. Das haben nur Dada schon nicht, ne? Ja, nee. Vier Leute getötet. Crabs ich denke jetzt auch, mal, dass die auch mit Sicherheit den Heli holen wollen, aber wenn er da hinkommt, sich denken, oh. Der ist wohl weggesinkt. Also wir sollten auf jeden Fall den Heli irgendwo hinbringen, wo wir zum Chop-Chop. Lockpicks. Ja, Lockpicks und dann halt den Heli knacken. Also dadurch hat er erstmal die beiden, die unter Todesangst litten, aber die tot landen mussten. Kann man? Wie, meinst du? Ja. Die haben den gerade noch runterbekommen, den Heli. Und dann werden sie erschossen. Aber der arme Officer, der hat sich nur noch so an die Seite gerollt die ganze Zeit. Ey, ich muss das unbedingt bei denen sehen. Ich will diesen Moment hören, wo er sieht, dass der Rot schon nicht mehr hat. Dass er sich nicht mehr... Er ist ein Mentor. Ich glaube, er tut das nicht. Ich glaube, der Heli war verpackt. Die müssen wir aber ein Problem. Ah, so gut. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich habe es mit der Scharfschützengewehr schreien gehört. Ich weiß es nicht. Was für eine Waffe, Alter. Also der mit Ifrit fährt, ne? Das können wir vergessen. Du sollst das Ding abstellen, wir holen dich ab. Ja, wäre vielleicht besser. Wir sollten aber trotzdem ein Auto dabei haben, ne? Ja, du hast so... Ja, ist okay, wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich gerne abholen. Wo fliegen wir jetzt eigentlich gerade hin? Um Salz Verkäufer. Einfach mal, um zu gucken, was da geht, oder wie? Ja, der ist links von uns. Salz- oder Diamantverkäufer ist immer was los. Nee. Mich triggert rum, also ich hol dir. Ich fahr noch in deiner Richtung. Da ist nix, oder? Ich glaube nicht. Diese Morgennebel. Aber dann flieg mal. Die Polizisten tun mir schon leid. Also es tut mir schon leid. Es ist nicht sehr gebalanced, glaube ich. Ich glaube, es ist ein sehr links. Ja, aber nur weil. Unsere Gruppe funktioniert einfach ziemlich einfach. Ja, ich meine, guck mal, wie wir positioniert waren. Ja, alleine auch Vidalukat hat den Heli einfach mal ausgeschaltet, genau dann, wann wir es gebraucht haben. Dann war jemand hinter denen, die beiden quasi dann fertig gemacht hat. Die konnten ja also, eigentlich gar nichts. Ja. Das war für die unmöglich. Ralf hat den Strider immer gespottet, wir wussten, in welchem Haus sie sind, dann konnte ich Blaze durchsagen, in welchem Fenster sie hocken und das war ja einfach nur noch ein. Ja, okay, aber die an dem Fenster hatte ich vorher schon gesehen. Da waren drei Stück nämlich. Ja, und dann währenddessen, als Blaze darauf geschossen nicht hat, bin ich halt von hinten rumgerannt. Nee, und dann die wollten mich hinten gerade wieder raus. Weil wir noch zum ATM müssen. So. Und Günther, glaube ich, erschrocken. Ja, die haben echt einen großen Fehler gemacht. Flieg die mal nach Sophia. Zu zweit versucht, diese Situation irgendwie zu stürmen, was der größte Humbug war. Ja, okay, wenn man so sieht, ja, dann haben sie schon aufgrund mangelnder Taktik eigentlich verloren. Absolut. Also, ja, klar. Also, sie sind auch nacheinander. Ja, es war kein Personalmangel. Wie viel haben wir jetzt gemacht? Ja, 3, 6, 8 Stück. Also Leute, alles, was wir geplant hatten, war Geld bekommen und danach war wirklich free for all. Das haben wir danach in dem Moment erst organisiert. Also nicht, dass ihr denkt, wir hatten hier voll den Plan. Danach hatten wir gar nichts mehr an Plan. Genau, richtig. Wir haben einfach nur gehandelt. Also das ist dann spontan. Beziehungsweise wir haben reagiert auf deren Handel. Ja. Helikopter, das ist voll. Ja. Übrigens, mal so Side-Fact. Nein, das sagt jetzt nicht. Das ist ein Geheimnis, das erzählt ihr später. Oh, jetzt sind wir alle neugierig. Erst neugierig machen und dann nichts sagen. Das ist typisch Frau.
Okay, ich sag's jetzt, aber jetzt dürft ihr mich nicht hassen, wenn ihr das jetzt für... Na gut, aber jedenfalls, ich habe gerade in-game natürlich mein Telefon gecheckt und habe da zufällig gelesen, dass dieses Epic-Projekt schon so seine Kreise zieht. Weil jetzt habe ich gerade einen Kommentar gelesen, wo einer schreibt, ich habe gehört, dass bis zu 100 YouTuber bei diesem Projekt mitmachen. Stimmt das? Aha. Nein, das ist ein bisschen zu wenig. Ja, es sind weitaus mehr. Seht ihr diese Bäume hier unter mir? Es sind, glaube ich, insgesamt YouTuber. 100 YouTuber, die nicht mitmachen. Das sind alles YouTuber! Seht ihr diese Bäume? Das sind alles YouTuber. Das sind zwar die kleinsten, aber die dürfen dabei sein. Ja, jeder YouTuber hat hier einen Baum gepflanzt. Ja. Ab 2000 Abos dürft ihr Hund werden oder Kuh. Also diese Wiese. Ich meine, eine Kuh hat man ja vorhin auch gesehen. Die stand da ja rum. Ja. Okay. Ich frage mich, warum alle lachen. Die ist doch am Baum. Alle, bist du gar kein Baum mehr, sag mal. Über Nacht bin ich zum Hund geworden. Cool. Nein, so weit ist es leider. Ja, was haben wir denn da hinten auf dem Tennisplatz? Auf dem Tennisplatz? Ja, auf diesem Basketball-Tennis, auf dem alles auf dem Sportplatz. Nee, ist nichts, ne? Bist du in der Tiere? Basketball-Korb. Okay. Sophia. Müsste das sein. In Sophia sind wir und ich muss hier kurz zum ATM und dann würde ich noch Lockpicks holen für den Heli. Ralf, würdest du vielleicht den Weg über den Diamantenankauf nehmen? Das wäre eigentlich so ein bisschen rechts von uns, so wenn ihr am Kompass guckt, so auf 100 ungefähr. Ah, Blaze sitzt da hinter mir. Wunderbar. Vielleicht kann man ja bei den Diamantenverkäufern was abgreifen. Stromleitung. Ich hasse die so. Bei Nebel ist es noch schlimmer. Ja, stimmt. Hab ich gar nicht gesehen. Hinterlistige Stromleitung. Ja, das ist gefährlicher als die Kopse. Ja. Also der müsste sein bei 120. Die erscheinen einfach auf einmal und töten uns. Ohne Roleplay. RDM. Ja, nope, da ist keiner. Leider. Heroinfeld vorbeifliegen, wenn wir schon mal hier sind. Der ist gleich rechts von uns. Warte, ist gleich auf... Alles leer hier, ne? Sieht 100. Aber schon hübsch aus. Mal, fahren die alle noch Äpfel oder Pfirsiche? Der Heli ist fesch. Nee, die haben beim letzten Mal haben die gefarmt. Ja, die haben ich Salz weiß nicht, was sie jetzt vorhaben. Salz, warte, das ist schon Salzmine, da fliege ich da mal drüber. Wir können ja mal, wir müssten den ADAC rufen und der soll rausfinden, wo die anderen sind. Genau, fragt genau. Stimmt, fragt ihn bestellen auch. ADAC, ob es dann über irgendwelche Dienste schon in Anspruch können wir uns dafür treffen, unser bevor Spion. Wir das machen? Wir können ihn zu unserem Spion machen. Ach nö, mit Heli sind wir ganz schnell beieinander, oder? Wissen wir denn, wer der ADAC ist? Rexen HD. Also, wir haben aber bei dieser Mission. Bist du sicher? Wenn ich gerade auf meinem Handy gucke, ist der in einem Kanal mit noch jemandem. Vielleicht sind die ja beide? Ja, das. Till ist der Scripter. Ja. Okay, alles klar. Dann ist der ADAC. So, Leute, jetzt ist Zahltag. Ihr kriegt jetzt auch einen Anteil. Yay! Kriegen wir echt? Alle? Aber nicht über die Bank überweisen. Ja. Nicht über die Bank überweisen. Kommt zu spät. Dann hast du Zinsen gezahlt. Die Bank gehört uns auch. Also eben. Wir brauchen wieder nachher. Ja, eben. genau. Warum machen wir das nicht gleich? Ja, wir können ja nochmal allen eine Nachricht schreiben. So richtig so provokant an dass alle. Dass auch die Rebellen kommen. Genau. Ja. Wir fordern euch heraus. Kommt und holt uns. Ich weiß vielen nicht. Dank. Also, ich tippe ja mal drauf, wenn wir den Banküberfall starten würden, dass wir den packen. Ja. Ach, ja. Ich bin wieder optimistisch, Grant. Ich meine, ich meine, guck mal, wir sind 6, ja? Und wir haben gerade 8 aus dem Spiel genommen, 8 Cops. Ja, aber wir sind auch nachher. Da ist auch keiner. Mehr oder weniger. Und ich kann nicht gut schießen. Waren wir schon Heroin? Okay, wir waren 5 Cops. Gut schießen. Leute, ist jemand übers Kokainfeld geflogen? Nee, bin ich nicht. Bin hier noch am Landen und warte noch auf die anderen beiden. Okay, dann mach ich das. Ich bin nur eine Wiese. Echt? Und ja, alle? Ich hole jetzt noch Lockpicks, dachte ich. Okay, ja, ist gut. Doch, mach. Nee, warte, wir müssen ihn gar nicht Lockpicken. Wir können der Polizei ja die Chance geben, ihn wiederzuholen und das verbinden mit dem Bankraum. Ich weiß nicht genau. Ja, den offenen Heli kannst du eh nicht Lockpicken. Echt nicht? Nee, nur einen verschlossenen. Ja, wir können ja ich hole trotzdem, wenn ich jetzt eh schon da bin, hole ich trotzdem. Ach, das krass ist. Was haltet ihr davon? Wenn die Schlüssel noch haben, sehen die ganze Zeit, wo wir sind, ne? Wie entfernt wir sind. Ja, ist doch noch aber besser. Die müssen das nur merken. Wenn ihr nicht wir können daraus dann schreiben wir den einfach. Kommt und holt uns. Oder wenn ihr einen Heli wollt, kommt und holt ihn. Ich glaube, die haben schon keine Lust mehr auf uns. Die haben keinen Bock mehr. Mit dem beobachten. Weißt du, was die gerade machen? Stehen Kavaller rum und hoffen, dass irgendwer den Heli bricht. Bitte nur ein kleiner Überfall.
Oder Autobohren, Autoknack. Ja, genau. Und dann an einem Quad geknackt, los, holt ihn aus. Dann alle raus, alle aus, alle Hubschrauber, alles. Strider. Wir müssen unsere Präsenz verstärken. Durch die 50.000 habe ich meine 4 Millionen geknackt. Ja, oh na, das, da fehlt einiges. Hast du mir schon 50.000 überwiesen? Ist ja. Nicht hab ich. Mir, ich hab das, keine Ahnung. Das fällt nicht mehr auf. Ich hab euch alle. Das sehe ich auf meinem Konto gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ich hab 4,4 Millionen. Rottenmarkt-Präsenz. Wir sind nicht nur die härtesten Rebellen, sondern auch sogar die weichsten auf dem Server. Tanke ist gleich rechts von uns. Ernsthaft? Ja, tank doch gerade. Hier ist doch ein. Dann komm ich da hin gleich. Ah, sehe ich doch nicht. Warte, dann würdest du ja nicht mehr bei uns mitfliegen? Ich sehe die Tanke nicht. Ich? Ach so. Ich dachte, 110. Nee, wir stehen hier immer noch. Nee, ich sehe ein Apfelfeld. Ne, ne, okay, dann laufe ich jetzt zu euch. Da ist auch hier. Ich bin ja bescheuert. Ja, okay, danke. Alles klar. Das dauert alles so lange. Ich glaube, wir müssen echt mal über Kavala fliegen oder so. Hier ist ja gar nichts los. Ja, stimmt, wenn wir nach Kavala fliegen, haben wir automatisch Stress. Tote Hose hier. Vor allem mit dem geklauten Polizeiheli. Ja, wir bringen den. Nein, landen den am Polizeihauptquartier. Wir bringen ihn zurück. Wir stehen ja nicht mehr auf der Fahndungsliste. Ja. Wir haben den gefunden und möchten gerne einen Finderlohn. Genau. Ja. Lass uns einen Finderlohn abholen. Da müssen wir aber erst. Schreib den das mal. Das machen wir ja wieder. Das machen wir. Und bitte Landeerlaubnis in Kavala am Krankenhaus, weil wir müssen uns alle heilen, weil wir unglücklicherweise irgendwie verletzt wurden. Ja, genau. Das ist dann noch so das I-Tüpfelchen, so richtig schön rein in die Wunde. Ja, aber schön, dass ich sagen, dass wir verletzt wurden. Dann kommt, wir wollen nach Kavala ins Krankenhaus vorsorglich. Es könnte ja sein, dass uns irgendwann mal einer verletzt. Nee, oder wegen Impfmaßnahmen müssen wir kurz ins Krankenhaus. Hebt ihr schon ab oder nehmt ihr mich noch mit? Impfung. Ich hatte da vorhin so einen Kopf um ihn. Also ich bin noch direkt am Aufdachen. Genau. Aber ihr jetzt hier mit dem fetten Heben. Schreibt doch einfach, bitte Landeerlaubnis in Kavala am Krankenhaus, wir brauchen eine Tollwutimpfung, weil wir hatten vorhin Kontakt mit einem wilden Bullen. Aber vergiss bitte nicht, take that. Ein wilder Bullen. Grandios, der Kerl, ey. Oh, bitte schreibt das. Der ist doch gut, oder? Der ist phänomenal. Oh Mann. Das war unser wilder Bulle, wir haben Kontakt vor, jetzt toll mit dem Funk. Also Kavala, oder was? Kavala. Kavala. Augenblick, ich baue erst noch. Ach, ich mach hier mehr als Polizei auf von dir, das passt schon. 23 Kilometer, 24 sind's. Ich habe dem Polizeichef geschrieben, Officer Mentor, meine Freunde und ich würden gerne in Kavala landen, da wir zum Krankenhaus müssen. Wir haben den Verdacht auf Tollwut, da uns mehrere wilde Bullen angegriffen haben. Nice. Hast du auch in Klammer geschrieben, nicht die von der Weide? Die richtig weht. Die richtig weht. Die schäumten vor mir. Ist der Heli wirklich so viel schneller, Ralf? Oder habe ich? Das ist nicht am Hummingbird, der hat sich so eine Pause gemacht. Achso. Ich flieg 215 gerade. Wie schnell ist denn der hier? Achso, ich hab noch nicht, ich geb noch nicht mal Gas. Ich fliege jetzt gerade 230, aber wenn ich richtig Gas gebe, wir waren vorhin bei 350. Geil ist, wenn die jetzt fragen, was ist doch unser Helikopter, was machen wir dann? Nein. Dann sagen wir, den haben wir zurück. Gefunden. Das ist Finderlohn. Wir haben uns doch schon bedankt dafür, dass wir den Heli geklaut haben, Leute. Ach so. Ja gut, dann einfach dann heim bei uns einfach da. Sagen wir einfach mit dem Polizeiheli da. Oder wir sind heute Morgen alle verkatert aufgewacht und wussten nicht, wo der Heli herkam. Hangover, ja. Hangover, genau. Aber wenn wir so nebeneinander fliegen, ist schon ganz cool. Komm, wir sind zu dir. Könnt ihr über Kavala die Flair-Schraube machen, wobei das mit dem Hummingbird ja nicht geht. Ja, aber ich kann das machen. Bitte nicht. Nee, das mache ich. Über dem Polizeihauptquartier. Ja, wir wollten den. Ja, okay. Schauen wir mal. Nein, pass auf, als Geste einfach dafür, dass wir so nett sind und alles hinter uns lassen, wollen wir den Heli zurückgeben. Wir dürfen für 10 Minuten landen. Gehst dann so hin und sagst so: Hallo, wir wollen zurückgeben die Helikopter. Er hat ja genau geschrieben: Na, was ist das denn für eine Anspielung? Naja, gut, bevor ihr noch krepiert, erteile ich euch eine Landerlaubnis von 10 Minuten. Sehr schön. Wir haben nur 10 Minuten Zeit. Ja, die gelten aber erst, wenn wir landen. Okay.
Ah, habe ich jetzt beschlossen. Ich will mich gar nicht heilen, das ist Februar, ich will nicht heilen. Das ist dann unfair. Balancing, wenn du... So, wir geben mal Gas. Wir haben hier, als Polizisten haben wir Early Boy, Zander, Safi, nee, Safi doch auch Safi. Doch, Safi war der Pilot. Curry, der Bruchpilot. Mentor. Viper. Wir haben schon ein paar Cops hier, ne? Ja, 8 Stück. Ja. Die haben schon 6. Na gut, wir sind besser drin, jetzt sind 13 Alter. Wenn jetzt wieder eine scheiß Pilot gleich weg sind, dann ist das eine Schachtelfrage. Roll fleckt ein bisschen. Nebel überalt ist. Ja. Ja, du kannst auch sammeln. Sammeln, alles klar. Ich steig aus, Ralf, du bist so nah. Oh, geile Kette. Ja, geschlossene. Ja, ich nicht. Ich nicht. Und dass du nicht Freeze Plays. Ah, jetzt ist er wieder weg. Sehr schön. Das ist genau die Selbstmordweste. Achtung, Kontrollpunkt, langsam fahren. Naja, das, der war auf der Straße. Ich flieg mal halber entlang, Leute, und Blaze, schau mal bitte, ob du irgendwas siehst auf der Straße. Vielleicht können wir da ein bisschen Spaß noch nebenbei. Ich guck auch. Bin ja auch noch bei dir drin. Ah, okay. Wartestufe. Da ist ein Heli. Links unter uns ist ein Polizeiheli. Echt? Hab ich gerade auf der Karte gesehen. Ja, da ja aber wir können nicht die Polizei wieder herbauen. Okay. Vielleicht kommen die ja hinter mir her. Nee, also er steht. Naja, wenn sie jetzt eins und eins zusammenzählen, glaube ich, dass sie wissen, was für eine Polizei hier die da landen werden. Die schießen uns gleich mit demselben Gewehr runter, ne? Ich ja, klar. Hat der Fallschirm? Nein. Können wir nicht nachgucken, ne? Aber ihr müsst doch nicht aufsteigen, er explodiert doch nicht. Ich hab das gesehen. Kommt drauf an, mit welcher Geschwindigkeit er runterkommt. Ich glaube, die hatten extremes Glück, dass er hier explodiert ist. Ich weiß nicht, wie rot der war. Ich hab ihn ja nicht repariert. Ich hab ihn repariert, aber der muss komplett weggeblieben. Ja, der Hauptmotor, der Mainmotor. Ich glaube, der hält wirklich viel aus. Ich glaube nicht, dass er ist ja wirklich steif gelandet, also gefallen, sag ich mal. Also wirklich unten. Ja, weil der Mainmotor weg war. Lustiger wäre es gewesen, hättest du auf den Heckmotor geschossen, dann wäre ins Trudeln gekommen. Oh, das wäre auch so mehr. Aber so war es viel geiler, einfach weil ich dachte, er hat den Motor. Ich dachte, hä? Ich hab auch keinen Schuss gehört. Aber es ist für sie ja auch eigentlich cooler, weil sie dann wenigstens noch aussteigen konnten und ja, geil, sie dann war noch erschossen wurden. Nein, Mann. Es ist noch dumm. Wenigstens aussteigen du und weißt nicht, sterben. Was passiert und dann, boom, bist du tot. Das war geil, so? Mann. Ich glaube, die Triebwerke sind kaputt, wir stürzen ab, Mann. Ich würde gerne irgendwem die Karre klauen, ne? Die Karre, ich aber auch, was sie gedacht haben, wo wir Heli und Heli geflogen sind. Brecheisen kostet übrigens 7500 hier auf dem Server. Ja, da werde ich mir auch gleich ein paar kaufen. Nee, aber ich hatte gerade nicht so viel Geld. Das kostet schon eine ganze Menge. Aber. Ja, das ist sehr teuer. Hey, Heli, cool. Hi, kommt ja. Achso, ja, ich war vorhin jetzt ein bisschen langsamer geflogen. Hab ich gemacht. Danke. Ja, ich mache jetzt ja auch wieder, kurz bevor wir da sind. Aber ich fliege jetzt ja schon langsamer. Kannst du Gas geben, 4 Kilometer ist dauert nicht lang. Nein, 4 Kilometer erstmal vorne. Wir können nur ein Heli auf dem Krankenhaus landen. Ja, ich drehe Pirouette. Über eurem Hauptquartier. Ja, weil die wollen ja unser Heli haben, die kommen doch bestimmt dahin. Ja, klar. Ja, ich komme da ja auch hin. Ist ja nicht weit weg. Das sieht schon cool aus mit dem Heli überall. Wenn wir da ein paar Sachen vor, auf jeden Fall. Wenn der Nebel nicht wäre, wäre es noch schöner. Ja, das stimmt. Ja, der Nebel ist zack. Wenn ich so sein darf. Ja, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Contact Car, 1,5 Kilometer. Ja, da ist ein Heli. Da, ein Ghostcar kommt uns entgegen. Noch einer? Ja. Baller doch. Der müsste jetzt rechts von uns auftauchen. Da oben ist er. Ja, ja, ja. Sehe ich. Und von der wow, wow, wow. Das ist Günther und Klim. Da ist aber noch einer. Ich glaube, ich habe einen zweiten gesehen. Lass uns mal unser Plan vorführen, oder? Okay. Aber die Kurve war nice, oder? Weil auch direkt dahinter gewesen. Ja, sah gut aus. Ihr wisst, ich denke mal, jetzt ist die Günther wieder hier. Der hat was vergessen. Ich bin einfach. Ich sehe da unten auch jemanden. Echt? Ist da jemand? Ja, da unten ist auch jemand. Da unten läuft jemand lang am Hospital. Am Hospital? Ja, ja. Also ich bin bei Ralf. Das sind zwei Leute. Ach so, okay. Da sind zwei Leute. Hospital denn geradeaus jetzt, geradeaus. Da unten sind auch welche, ne? Mit zwei Helis. Unter uns. Was machen die denn da? Wir haben Landeerlaubnis und eine
auch keine Abmachung, dass wir neutral gesinnt sind. Wir sind nicht auf der Liste. Wir wurden gestrichen. Nein. Ja. Hoffentlich. Alles gut, Sie können sich ja gerne mit uns unterhalten. Also, ja, ist ja gar kein Thema. Wir werden es zurückbringen. Ja, aber mit den Waffen und so und mal gucken. Wir immer. Nicht, dass wir uns deswegen Stress machen. Bei der Garage sind jetzt drei Leute, also Richtung Garage. Ich glaube, dass ich ein bisschen sowieso. Und einer kommt zum Krankenhaus gelaufen. Ich hab den falschen Nebel angefasst. Moment. Wupp, schon wieder. Alter. Ich hab's gleich. Ich hab jetzt zu viel gesoffen gestern. Also vor der Stunde. Rolf, könntest du nicht hier auf der freien Fläche rechts von uns landen? Er will doch hier auf dem Helipad. Ich kann überall landen. Bring ihn mal runter, Krabs. Fahr doch hier, mach hier auf dem Helipad schon machen. Wir müssen doch sowieso hier rein. Ich meine, dann hätten wir beide Helis hier oben absteuern können. Er kann auch neben mir landen, schafft er schon, der Krebs. Wir explodieren gleich. Bitte das Krankenhausdach räumen, wir gehen jetzt runter. Also wir gehen runter und währenddessen in die Luft. Ja. Neben ihm landen. Alter, bist du verrückt? Euch, ja? Auf dem Helipad neben dir, das funktioniert nicht wegen dem Rotor. Lande eiskalt auf dem Parkplatz unten. Ja, lande einfach auf dem Parkplatz. Sorry, den Heli. Ups, da bin ich gerade gesprungen. Ja, kann auch gleich wieder abheben. Habt ihr alle Kleingeld dabei? Oder soll ich euch was geben für den Doktor? Dann beschuldigen wir noch einen Officer, dass er sein Heli Doktor, wollte ich nicht, wollte mir ein paar Brecheisen holen noch schnell. Wenn wir die Zeit haben. 7500, wie gesagt, kosten die. Ja, ich würde ja sowieso schnell zum ATM gehen. Ja. Wir können ja zum Markt kurz gehen. Ja, mit Waffen. Ja. Am Markt steht ein Truck. Und da läuft einer auf dem Markt rum. Nicht mehr lange, wenn wir da sind. der wird sich, glaube ich, gleich verziehen. Ist doch Safe Zone, oder? Ja, am Markt ist Safe Zone. Ich bin mir da sicher. Oder gibt's hier keine Safe Zone? Take that. Doch, Safe Zone, das ist Safe Zone. Oh, Tickets. Die Julo-Leute haben Tickets gekriegt. Tickets. Was muss man denn machen, um ein Ticket zu kriegen? Weiß ich nicht. Also wir kriegen nur immer Geld, ne? Ja. Die machen irgendwas falsch. Ich will mich auch eben heilen. Ja, lass sie mal fragen, was man dafür tun muss. Sind ganz viele Fallschirme drin. Ja? Ja. Dafür ist dein Inventar dann weg, wenn du die jetzt nimmst. Wollen wir so einen Fallschirmabsprung über der Bank machen, so als Final, und dann die Bank ausrauben? Das wäre witzig. So alle raus, hast du keinen Rucksack mehr. Aber es sieht bestimmt cool aus. Ja, Fallschirmsprung ist now fully healed. Nice. Ich esse mal einen Donut. Die rennen hier aber alle mit Waffen rum gerade, richtig? Alle mit scharfen Waffen. Ja. Nein. Okay. Ich habe eine Handfeuerwaffe dabei, wenn du die Sniper hast. Ach stimmt, ich nehme auch eine Handfeuerwaffe in die Hand. Ich habe auch eine Handfeuerwaffe. Sonst Binoculars in die Hand nehmen. Wo wollt ihr hin? Vielen erstmal. Marktplatz. Soll ich den Heli hier stehen lassen? Oder was? Ja, lass ihn einfach stehen. Lass ihn stehen. Wenn sie damit hochfliegen, schieße ich auf den Rotor. Dann kommt er wieder runter. Nein, die impounden den dann halt, ne? Ja klar. Sollen sie machen. Ich bin aber noch in der Bank hier. Ja, ist doch okay. Wir müssen ja jetzt auch nicht... Wow, dann impounden sie den Heli. Ja, wir haben ja auch nur 10 Minuten. Wen haben wir denn da? Zivilisten. Der Dalu. Ach, das ist der ADAC. Ah. Frag immer, was da los ist. Wir können den Strider hier lockpicken. Soll ich den lockpicken? Ja, das ist Safe Zone, das ist Safe Zone. Ach nee, das stimmt, das ist Safe Zone. Ja, aber lockpicken, also Safe Zone heißt nicht, dass man nicht lockpicken darf, das heißt, man nicht schießen soll. Ach so. Würde ich jetzt mal sagen. Also, da wäre auch ein Pickup, aber ich würde den schon gerne lockpicken, ne? Sie übernehmen die Rolle des ADACs, habe ich das also verstanden? Also, was sagt ihr, darf man lockpicken oder nicht? Also, am Marktplatz würde ich es nicht unbedingt machen, ne? Okay, sehr gut, dann lasse ich das. Da fliegt der Heli. Das ist Yulo Philipp, hebt gerade ab und fliegt weg und wird vom anderen von Yulo. Warte mal, es sind zwei Yulo-Typen, die Helis. Dadurch klär du das mal eben. Ich muss den Sound. Was soll ich denn klären? Ja, frag ihn mal, was er hier macht. Ist das ein YouTuber? Nein. Rexen? Der Free ADAC. Kann ich. Was haben Sie gerade zu tun? Was machen Sie gerade hier? Ein bisschen Smalltalk. Kommt da noch einer? Noch ein Passant. Oh, eine Waffe haben Sie rausgeholt. Okay. Warum haben Sie bitte eine Waffe rausgeholt? Können Sie die bitte wieder wegstecken? Das ist Stridon. Ist ja okay, ist okay. Das macht mich jetzt nervös, dass sie sich eine Waffe rausgeholt haben irgendwie. Das ist doch... Das ist... Wer ist denn das? Da haben wir Mentor, LA... Das ist der Polizeichef. Und Currywurst. Die beiden kennen wir doch. Die können uns ja nichts tun, wir haben einen Deal. Mhm. Naja, nur die Waffen sind illegal. Schönen guten Tag. Wir haben einen Helikopter. Okay. Guten Tag, Officer. Die Jula-Leute haben umgedreht, die Starling Birds. Die kommen wieder Richtung Kopf. Nee, die schmieren ab oder was auch immer die machen. Keine Ahnung. Der Polizeichef höchstpersönlich. Meine Herren, alles gut bei Ihnen? Alles sicher verlaufen in der ganzen Zeit? Aber natürlich.
Oh, das war der Side-Channel. Jetzt Roleplayt auch noch nicht mit dabei. Guten Tag, Herr Walter. Oh, jetzt werden es viele erschockt. Ja, ich fand ziemlich langsam nach hinten. Oh, schockt es auch da. Welch ein schöner Tag. Bei Regen ist Altes doch recht angenehm, muss ich sagen, oder? Ja, finde ich eigentlich auch. Da muss ich Ihnen vollkommen recht geben. Das freut mich. Aber langsam ist es ein bisschen extrem neblig. Also man sieht jetzt nicht mehr so mega viel. Ja, das stimmt. Ja, das ist in der Luft doch recht anstrengend. Aber wenn man Ghost Hawk hat, geht's eigentlich. Ich bitte Sie nur einmal da hinten die Waffen zu senken, weil da haben teilweise Leute, die zielen in meine Richtung. Es wäre ganz lieb, wenn ihr sie vielleicht senken könntet. Sonst wirkt das immer so bedrohlich für uns. Ach, wir werden, wir sind doch nicht bedrohlich. Wir waren im Krankenhaus, haben Essen und Trinken wieder aufgetankt, alles wunderbar bei Ihnen. Ja. Ja, wir haben Polizist, den Heli wieder aufgetankt. Polizist ist an euch vorbeigelaufen, ein Polizist hochklappt zu uns. Ja. Wir erfreuen uns bester Gesundheit. Denkt dran, wir werden gerade im Ziel. Ich hab meine Kontakte, meine Kontakte von der Heli gefahren. Hast du euch gesagt, der rennt jetzt hoch gerade zum... Ich hab's gesehen. Jetzt mal wieder zum Heli, 1-2-1-2, geht schneller. Kampfland, go, go, go. Ist einer. Die laufen jetzt alle zum Heli, die haben sich abgesprochen, die rennen alle zum Heli jetzt. Oh, und sollte doch. Eine Ansage hier, jetzt geht's los. Alter, Waffe meint nicht. Heute. Ab. Kommt schon, geht schneller. Bist du schon am Heli? Wer ist am Heli von uns? Die pushen uns gerade. Wie bitte? Was sollen wir machen? Die setzen mich hier ganz schön unter Druck. Es ist ein freies Land, oder nicht? 10 Minuten sind noch nicht rum. Ich habe eine kleine Handfeuerwaffe in der Hand, also gesenkt und bin eigentlich relativ freundlich gesinnt. Ich habe ihn im Visier. Ich habe ihn im Visier. Also, okay, sag es nicht. Nee, kannst ihn warte. Na gut, wir haben uns gesammelt hier am Heli. Alles easy, alles gut. Ich wünsche noch einen schönen Tag und eine schöne Schicht. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Alles gut. Krankenhaus unter unserer Kontrolle. Ich habe mich so geil wieder positioniert. Alles gut. Soll ich den Motor schon anschmeißen? Nö, nee, wir haben es nicht eilig. Voll die Mafia. Ja, hier. Auf jeden Fall. So, oh, wir haben es nicht eilig. Die Polizei fürchtet uns, nicht umgekehrt. Hey, Dado, hast du gehört, was die Bullen über uns ja, gesagt haben? Hab ich gehört. Was haben die denn gesagt? Ich rede Ingame-Voice mit ihm, damit ihr es noch hören. Hey, das waren auch wieder welche. Weißt du, immer die gleiche Leier. Ja, das sind halt Pussys, ne? Was willst du machen? Haha, wie geil. Schön provozieren. Ja, lass uns jetzt mal schnell los, ey. Der rastet sonst noch aus. Ja, er hat seinen Ritalin heute nicht genommen, weißt du? Da startet beim Stichwort Ritalin, startet er den Motor. Ja. Hinter uns ist ein Bulle, wir werden verfolgt. Na komm. Herr Officer, was wollen Sie denn? Ups. Lauf! Machen Sie sich doch keine Sorgen. Und werde den Leuten noch mal was dazu sagen. Jeder hat mal klein angefangen und man sieht sie dann immer öfters und dann kann man es ja auch anders handhaben. Na, vielleicht machen sie sich noch. Ansonsten, ne? Also ich meine Kündigungsfrist und so. Wie das Fahrzeug in Richtung Kavala unterwegs? Die Rebellenakademie bietet auch Volkshochschulkurse an für Höflichkeit. Für gescheiterte Polizisten. Für Knigge. Wenn sie in der Rebellenakademie ausgebildet werden, ich glaube, dann kann ich direkt kündigen bei mir. Aber Herr Hauptkommissar, ich habe mal hier noch eine Frage. Wie gut ist, also jetzt so hier als Zivilist und ich ja als Freizeittaucher, ich sehe ja sehr oft die Bank aus dem Wasser. Wie gut ist die denn so gesichert? Reine Interessensfrage. Reine Interessensfrage. Wir haben eigentlich die ganze Umgebung auch abgesichert, überall ist mit Stacheldraht verlegt und die Bank befindet sich auch auf einer Insel, das heißt die Lage ist natürlich recht, wie soll ich das sagen, positiv. Bedeutet normalerweise ist es schwierig dort eben leicht hinzukommen. Also sehr unzugänglich. Und, mehr kann ich Ihnen aber auch nicht verraten, weil das ist eben... Leute, auch, ich fliege da jetzt hin, alleine und fange an mit dem Banküberfall. Okay, werden wir uns jetzt mal verabschieden und ein paar Fotos machen. Könnt ihr noch ein bisschen mit den Roleplayen? Ralf, soll ich mit? Ich bin oben am Dach. Wir brauchen aber noch einen, der uns mitnimmt dann. Ja, aber bleibt ihr nochmal da ein bisschen. Ja, okay, wir reden noch mit ihm. Ja, okay. Mach den Motor aus, bitte. Und der Nebel? Ja, an sich ist der Nebel von der Schule. Der Tag ist ja noch sehr fein. So, warten wir mal kurz, bis der Helikopter sich etwas entfernt hat. Der ist nämlich ganz schön laut, muss ich sagen. In welche Richtung ist der Helikopter eigentlich geflogen? Da ist doch nichts. Keine Ahnung. Naja, hat schon sein Grund.
Er meinte nicht mich mit, macht den Heli aus, bin schon gewundert. Herr Polizeichef, was ist denn in die Richtung? Halt den Bus fest. Das wäre geil, ja, ne? Herr Hauptkommissar, ja? Der Tag, also ich habe heute, ich bin ja so ein Horoskopleser und heute soll noch echt was Mieses passieren. Also stand im Mai und ich weiß ja nicht, was Sie für ein Sternzeichen haben, aber zwei du bist Fisch, aller oder? Sternzeichen. Wassermann. Ich bin Wassermann. Sag ihm mal, ihm wird bald ein Geldregen zukommen. Sag das mal, stand im Horoskop. Also es stand bei... Ja, bei mir stand was von Geldregen und ohne viel Arbeit viel Geld und da freue ich mich schon drauf, deswegen bleibe ich auch noch länger wach. Und ja, ich bin sehr gespannt. Herr Karl-Heinz Kauser. Ich glaube nicht unbedingt hundertprozentig daran, Herr Kaufmann. Ich tue auch was dafür, dass es am Ende so sein wird. Jungs, der Ghost Talk landet. Ist okay. Ja, dann geben Sie Ihr Wissen auch gerne mal weiter. Oder? Dann wünsche ich Ihren Sohn auf jeden Fall viel Spaß in dem Bootcamp. Vielleicht sollten Sie einige Rekruten damit reinschicken. Ich meine, kann nicht schaden. Ja, ich denke auch. Kanonenfutter. Aber Sie sollten auch noch ein bisschen wach bleiben. Ich glaube, da kommt noch was. Ihr müsstet ihn jetzt so lange hinhalten, bis wir gedrückt hätten, ne, damit ihr seht, wie die loslaufen. Ja, das funktioniert mir leider nicht wegen dem Ghost-Talk. Und er wollte auch gehen, er hat das schon gemerkt, glaube ich. Richtig, ja. Nein, nicht nur er hat es gemerkt, ich glaube, der muss auch mit den anderen Kann der Letzte schneller laufen? Ich roleplaye. Wir haben denen ja sogar einen Vorsprung gegeben. Wir hätten auch einfach hinfliegen können und überfallen. So, dann gehen wir mal los. Willst du den SMS schreiben? Wie wäre es, wenn Dado das ganze Geld nimmt und dann als Taucher durchs Meer abhaut? Das könnte funktionieren. Aber hast du überhaupt Taucherausrüstung komplett dabei, Dado? Hätte ich die Flasche nicht, aber ich kann ja schwimmen schnell. Das Problem ist, ich habe ein Scharfschützengewehr und dann wäre dumm, wenn ich in der Bank stehe. Ja, du kannst ja das Geld dann kannst du ja dann geben. Nee. Nein. Der, wo überfallen hat, muss 10 Minuten auf der Map sich irgendwo rumtreiben und dann kann er es erst einzahlen. Ah, okay. Und übergeben an jemand anders geht auch nicht. Nein. Weil dann kannst du es ja wem geben, der gar nicht auf der Fahndungsliste steht. Ja, okay. Aber wisst ihr, was witzig ist? Der Nebel spielt uns so die Karten. Diese sieht man null. Man sieht aber das wird sich noch zeigen. Wir haben Wärmebildvisiere. Man braucht ja Thermal. Ohne Thermal hast du hier ein Problem gehabt. Mal eine andere Frage. Ab vom Schuss. Wo sind denn bitteschön Thunder und Early Boy? Nein, die sind weg, die sind nicht mehr im Teamspeak. Ich wollte nur mal neben dem ansagen, weil wir gerade eine Rebellen haben, ganz der komplett oben, alleine auf im YouTuber Talk 1. Ja, ganz oben, im Oberschatz. Wie fangt ihr an? Weil ich habe meine Nachricht schon getippt. Wir landen jetzt circa 20 bis 30 Sekunden. Ralf, willst du drücken oder soll ich? Was schreibst du denn, Dalu? Ich habe geschrieben, vielen Dank für die Information bezüglich der Bank bzw. der Umgebung. Wir freuen uns, Sie gleich nochmal wiederzusehen. Oh Gott, Ralf. Übrigens hier voll fertig aus dem Heli. Lässt voll den Kopf hängen, so, mein Gott, anstrengender Tag. Jetzt reizt mir, warte, Spielflug. Bitte aussteigen. Viel Spaß in der Bank. Was irgendwie lustig ist, dass sich in dem Visier von deinem Helm die Landschaft spiegelt, aber nicht der Heli. Meinst du, ich kann auf der Bank landen? Ja. Ich stehe, das ist so eine Kuppel, weißt du? Oh mein Gott, was ist da passiert? Oh nein! Wir sind so gemein, ne? Ich hoffe, ihr habt alle eine Versicherung gekauft. Ich habe nicht mal eine Bank-Insurance, wir brauchen uns selbst. Ich auch nicht, ich beraub mich selbst. Das ist ja nicht schlimm, wir teilen es ja wieder auf dann. Ja. Einer ist ja plus minus. Vor allem, hier ist, glaube ich, relativ viel Geld im Spiel sogar, ne? Ja, weil wir das meiste Geld haben, von dem wir auch am meisten. Also wir brauchen uns eigentlich selbst, aber... Ne? Oh, the fun of it, vor der Lulz. Ich flieg jetzt mal mit dem Heli über das Polizeihaku von denen und guck, ob die da die respawnen, weil dann wäre es echt... na gut, wahrscheinlich schon, ne? Wo lässt du mich raus? Wo soll ich dich rauslassen? Kannst du mich an der Tankstelle rauslassen? Esso-Tankstelle? Meinst du, die ist weit genug entfernt für dich? Das sieht gut aus. Nee, okay. Was? Für als Scharfschütze wieder, oder was? Ja. Aber der hatte doch einen, oder? Ich meine, der Kapuzenwurm.
Ist der Kapuzenwurm nicht hier Rebell oder Zivilist? Er ist Rebell. Ja, Leute, soll ich mein Heli, soll ich mein Heli mitten in die Einfahrt stellen vom Polizeiakku, falls sie das spawnen, dass sie nicht rausfahren können? Oh, die impounden ihre ganzen Fahrzeuge, die kommen mit Helis. Oder ja, die spawnen so hier. Nee, das machen sie nicht. Das, das glaube ich nicht, dass die jetzt ausmachen. Nee, die spawnen entweder hier oder die spawnen, sich ein Heli Die spawnen sich ein Heli. Ja. Ich bin jetzt direkt über dem Polizeihaku dort, deswegen, ich sehe das, sobald hier einer aufpoppt. Schaffst du es nicht, auf dem Gebäude rauszulassen? Ich wollte ja gerade landen, ist ein bisschen abschüssig. Nee, er redet mit Krabs. Ja, auf der Tankstelle will er. Ach so. Nee, auf diesem Gebäude dahinter, weißt du? Ach so. Das wäre schon richtig, du genau das vor dir, das erste vor dir. Ja, du hast ja diese Tankstelle selbst, genau. Nicht die Zapfsäulen, sondern die Tankstelle. Also wirklich, die siehst fliegen du da wirklich so aus Kavala los, ey. Ja. Natürlich sehe ich da so weit. Das ist 800 Meter, das ist ja noch näher dran als gerade. Mhm. Aber es ist halt auch ziemlich neblig. Ich finde aber auch ziemlich gut. Oh, das könnte schwer werden, weil das der Heli ist länger als das Gebäude. Dann versuch nicht auf dem Dingens drauf, sondern bring mich einfach nur runter. Links ist so ein abgetrünniges Gebäude, so eine Baustelle. Siehst du die? Direkt links. Stopp, kannst du also auf den Boden gehen. Abgetrünniges Gebäude ist ja auch geil. Der schwankt ein aber auch. Abtrünniges Gebäude, ja. Es ist sehr abtrünnig, dieses Haus. Bei der Rebell, ey. Landen wir direkt auf der Insel oder laufen wir auch von hier aus? Nein, nicht laufen. Der Heli kann da schön stehen. Insel. Ja, es ist ja deren. Er soll nur aussteigen. Dankeschön. Mach's gut. Bis nachher. Paule. Ja, ich kümmere mich. Wir hören uns über Funk. Am besten wäre es, ihr positioniert euch außerhalb der Bank. Und einer könnte noch hinter mir dann. Wenn die mit dem Heli kommen, wo sollen wir uns da positionieren? Man hat doch genug Versteckmöglichkeiten unter Bäumen etc. in Büschen. Ich finde schon, dass also es sollten mindestens 4 Leute mit bei Blaze sein. Oh, von hier wird sogar wenig. Ja, bisher sind wir auch ganz oft gescheitert, weil niemand mehr in der Bank war, ne? Ja. Außer der Bankräuber quasi. Es kommt kein Bodenfahrzeug, die kommen alle mit Helis. Oh, ja. Early Boy wurde von Polizei Karl-Heinz getötet. Und Günther auch von Karl-Heinz. Hat er Karl-Heinz gerade irgendein Auto gesprengt? Er ist zuerst gestorben und dann alle anderen. Das da ist das Bankgebäude, Alter. Ich bin gerade Richtung Heli geflogen. Ja, sag ich doch, wir müssen rechts. Am besten wäre es, wenn wir nicht alle in der Bank drin wären, weil dann holen sie uns wieder einen nach dem anderen weg, weil die da reinballern. Mindestens auf der Insel. Die haben sich gerade selbst getötet, Leute. Auto-Unfall. Oder Heli-Unfall. Es war ein Unfall. Stimmt, der Heli-Unfall. Wahrscheinlich eine Stromleitung. Das ist nicht okay, cool. Leute, wir fliegen los. Oh nein, Leute, wir fliegen nicht los. Und wir landen schon wieder. Ja, und wahrscheinlich war das so voll das Gekreische. Ja, genau. Das muss ich mir auch angucken in der Aufnahme von denen. Ne? Ja, die Polizei übt noch und wir machen es denen nicht leicht. Ich lande mal direkt hier am Strand und bleib einfach stehen, weil es sieht man so schlecht bei dem Nebel, dass dann Heli steht. Willst du dich nicht mitten auf die Straße stellen mit dem Ghost Hog, den querstellen? Da kommt kein Auto, glaub mir. Ja, okay. Die kommen nicht mit dem Auto. Alter, selbst die Reifen, also das Fahrwerk ist gepanzert. Wenn wir es jetzt kommen. Oh, es kommt eine Kriminellenbande dazu. Die haben sich jetzt. Die anderen Rebellen haben sich mit der Polizei zusammengeschlossen. Oh, okay. Die Scheiße. Seid ihr alle auf Essen, Trinken, Munition? Ja. Bamba. Okay. Irgendwer. Aber Leute, vom Banküberfall wird sofort scharf geschossen, ne? Ja, klar. Damit reißen sie die SB-Gang mit in den Tod. Gute Antwort. Bin bei dir, Blaze. Dadurch konntest du vielleicht die Tür zumachen. Ja, ich bin außerhalb der Bank. Ich bleibe mit Blaze mit in der Bank. Das ist oder richtig, sollen weil wir ich hab das gemerkt beim letzten Mal. Nee, nicht alle in der Bank. Das geht dann wie in Days, die knallen uns einen nach dem anderen weg. Dadurch, hast du noch Munition? Ich habe 556er. Okay. Wer einen Nightstalker hat, bitte den Himmel absuchen mit dem dritten Modus. Mit Infrarot? Ja, das ist das Simple. Mach den Infrarot. Vielleicht Leute. Was los? Also den Himmel kann ich noch absehen, aber diese Insel, ne, die ist in einer Wolke von Nebel. Also, richtige Suppe. Du siehst die Insel nicht? Ich bin schon am Laufen. Heli gesichtet, Squadleader Safi landet in der Stadt gerade. Ja, ich sehe es. Kannst du Koordinatenzahl geben? Ghost Talk. Der Polizeistadion. Ist eigentlich bei 180 Grad von der Insel, genau. 4 Minuten. Jetzt kommt ein Auto. Wenn wir auf den Dings gucken, haben wir ein Auto, was auf der Brücke jetzt fährt. Was? Darauf schießen. Es ist ein Auto, was auf der Brücke fährt. Hab ich auf der Map gesehen. Okay, warte, ich mach hier vorne auf und wieder zu. Ich geh jetzt raus, Blaze. Ich seh kein Auto. Ja, alles gut. Ich seh auch kein Auto auf der Brücke.
Was siehst du denn da? Ich sehe das Auto da hinten. Der ist ja wieder links vom Strand. Am Strand steht ein SUV oder was? Ja, genau. Okay. Warte, macht mich jetzt nicht nervös, glaub mir. Ja, aber das sind ja die zweiten. Diese Umgebung hier ist komplett anders. Ich kann auf 500 Meter die Bank nicht sehen. Ja, der Heli von der Polizei ist in der Luft. Aber das war's auch schon. Ich habe eine neue Position, habe alles im Blick. Kontakt K, 300 Meter, Dalu. Ja. Polizei-Heli? Da ist der Heli. Der Ghost Dog kommt. Soll ich drauf schießen? Wie lange noch bleibt? Nein, das ist Safi wieder. Ich könnte ihn nochmal vom Himmel ballern. Nee, mach das mal nicht jetzt. Nein, habe ich nicht vor. Okay, ich sehe 1, 2, 3 Leute. Wo? Wo? Auf der Insel schon? Nein. Die liegen einer kommt jetzt rübergerannt über die Brücke. Nee, Quatsch, vergiss es. Du Crabs, sag an wo? Gerade sein. Neben der Brücke. Ja, direkt links an dem Stoppschild quasi. Da ist jemand in den Sand, in diesen Sand. Und da ist einer im Gebäude drin. Es ist der Sanitäter auf jeden Fall. Okay, sehen Strider. Mentor ist es. Ja, zwei Strider. Eine Hand. Ist der Heli jetzt gelandet? Ja, beschossen. Ich glaube, der Heli ist gelandet. Habe den Strider im Blick, könnte nein. Officer Early Boy erschießen. Der Heli ist noch nicht gelandet, der ist gerade gekommen. Noch ein Hunter kommt. Es landet. Die SB-Leute? Das war Leute. Nicht. Die SB-Leute. Die sind einfach gute. Wie gesagt, die sterben, ey. Was ist da los? Echt? Und da also am Bande, Eingang, ey. Am Eingang sind Karl-Heinz. Vier Polizisten stehen direkt an der Brücke hinter der Betonwau. Hab alle im Visier, könnte mit einem Schuss drei Leute töten. Zwei Minuten. Da rennt einer weg. Im Strider sind die gewandt. Die kommen mit dem Strider, glaube ich, über die Brücke gleich. Ja, Günther und Klim sind auch da. Da ist ein Hummingbird runtergegangen. Bringt's was auf den Strider zu schießen? Nein. Nicht auf die Reife? Nein, der Strider ist so gut wie unzerstörbar. Blaze, wie lange hast du noch? Zwei Minuten. Die machen das Tor auf. Muss guck mal, ob ich durch, kann ich, durch das Fenster könnte ich ja durchschießen, das dürfte... Oh, nice. Ah, Early Boy ist das gekillt. Okay. Nice. Neben Heli. Soll ich mich um einen der Fahrzeuge kümmern? Haben die einen Hunter irgendwo stehen, den ihr seht? Ja, Heli, Hunter und Strider sehe ich alle. Ich habe einen davon gekillt, von der Hilfe machen. Er sitzt in diesem Sandsackhaus. Mentor kommt, steht... die trauen sich hier vor. Eine Minute. Ja. Wir werden es schwer haben. Ja, Mann, das war's. Nachladen. Zwei sind in diesem geschützten Haus da drin. Ey, wir sind viel zu OP mit den Scopes, Mann. Wir sind viel zu OP, ey. Wenn ich nicht so schwer atmen würde, hätte ich jetzt gerade den Hunter ausgeschalten. Soll ich einen Viper killen? Polizist, Viper? Klar. Alle wegmachen. Oh, die schießen auf mich. Gut? Aber wer? Der da. Alles gut, Blaze? 50 Sekunden, ne? Sehr schön. Der Strider. Ich kann die Typen nicht sehen, die auf mich schießen. Wo bist du? Rechts von der Bank. Okay, dann komm doch rein. Nee. Tot. Nice. Safi wurde getötet. What? Was war das? Die Heli ist explodiert auf der Insel. Alter, das war schon wieder den. Die sterben alle wie die Fliegen, ey. Ich hab die Tür hinten aufgemacht, schließe sie wieder ab. Ich hab nicht die geringste Ahnung, von wo ich beschossen werde. Ganz ehrlich, ich habe auch keine Sniper oder so, ne? Ich mache die ganze Zeit Einzelschussfeuer. 20 Sekunden. Ach, schießt du vielleicht gerade? Nee, ich habe aufgehört. Ich schieß auch. Achso, ja, dann bist du da. Ich denke die ganze Zeit, ich werde beschossen. Okay, ich steige dann hier. Guck da bei diesem Sandsack. 10 Sekunden, ja? Haus. Wie heißt denn das, dieses... 5. Könnte Early Boy und Karl-Heinz ausschalten. Beide stehen immer noch am Eingang der Brücke hinter dem Wagen. Ja, auf die schießen. Durch. Okay, 65.000. Drei Leute stehen da. Ernsthaft? Die sind jetzt ins Fahrzeug eingestiegen. Sollen wir jetzt in Heli wieder oder wie sieht's aus? Es gibt ein großes Balance-Problem. Die Erde behebt so ungefähr. Sie sind für Abbruch der Mission. Wegen den Server-Lags, die hab ich aber auch gerade. Ja, ein Auto ist aber despawned gerade. Wir sind ja ab. So, jetzt muss ich 10 Minuten durchhalten, ne? Ja. Abflug. Bist du drin? Ich bin Blaze alleine, ja. Bist du drin, Blaze? Ich bin weg. Ja, ja. Wir bleiben, ich hab den Blaze beschäftigt. Hier ist ein bisschen. Damals, zwei Tage nach Fliegen. Super, ich mach's Blaze genommen. Ich nehme mir noch auf euch schießen, soll ich ihn aufhalten? Sein Kopf ist in meinem Faden, der kriegt an den. Was ist er denn? Das ist ein Fliegen. Er will besser. Ich könnte ihn messern. Wer schießt da?
das auch noch? Ja, ja. Also der Nebel ist hier aber nicht. Also ich schieße nur auf Namen nicht schön. Problem, was machst du da? Halt deinen Kopf damit schon eingesehen. Hör auf damit. Also Judo-Player versagt. Das haben wir noch nicht. Ja, die SG, ja. Schlimm liegt immer noch bereit. Ich lande einfach mal. Ja. Da landen jetzt so viel Nebel, kein Mensch sieht irgendwas. Seid ihr überhaupt noch auf der Insel? Ja, ja. Ach so, nee, ich dachte, also was macht denn das vor? Ja, der Hunter fährt weg. Ja, Officer Klim liegt noch da, bereit zum Schießen. Wo liegt der denn? An der Steinmauer links, also nicht mal hinten, direkt an der Wand zum Wasser hin. Liegt fast am Wasser. Oh. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich will. Ich will. Siehst du die Einschlaglöcher? Ich sehe ihn, er soll ja. Oh, der Mentor selbst kommt.